Hallo und herzlich willkommen zurück bei WeRising. Ja, ich bin hier gerade wieder auf dem Rückweg. Ich habe das komplette Inventar voll und wir haben ja das letzte Mal so ein bisschen im Bauplatz gesucht. Ich habe jetzt auch im Off noch ein bisschen rumgesucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden. Vielleicht, wenn wir dann weiter nach oben kommen oder so. Oder hier vielleicht auch noch sich andere Durchgangstore aufmachen. Ich weiß es nicht. Also hier sind überall diese Riesensteinklötze und Metallklötze, die ich noch nicht wegmachen kann. Dafür brauche ich Dynamit. Dafür müssen wir wiederum einen anderen Reblood Träger killen. Und ja, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Also zum jetzigen Zeitpunkt hat das ma. Hat das tatsächlich leider noch nicht viel Sinn, das Umziehen. Aber ich habe ein paar neue Dinge gelernt im Off. Moment, wir haben da Wölfe. Was macht ihr denn da? Kann leider nichts mehr aufnehmen. Mein Inventar ist komplett full. Isodele, wir öffnen mal. Ah, ich war schon lange nicht mehr zu Hause. So, erstmal wieder alles verstauen. Ja, schade. Ich würde gerne, wenn ich richtig baue, würde ich halt gerne dann direkt irgendwo anders richtig bauen. Auf jeden Fall, was ich gelernt habe, haben wir hier was drin. Nein, das ist ja nur der Forschungstisch auf gut Deutsch. Zum Beispiel, wenn ich jetzt im Baumenü bin, muss ich den nur anklicken und kann den dann dahin heben, ohne dass ich ihn zerlegen muss und Ressourcen verliere. Also das Umbauen ist auch hier relativ einfach gestaltet, was ich ganz gut finde. Setze man wieder auf seinen Fleck. Ja, so. Dieses. Dann wollten wir auch noch gucken, ob man diese Sachen hier zerlegen kann in dem Verwerter. Da wird noch überall schön produziert. Oder in dem Verschlinger. Ja. Kann man tatsächlich machen. Die ganzen alten Sachen hier rein. Sehr gut, sehr gut. Und dann bekommen wir raus Stein und Holz. Ja, nice. Da habt ihr also auch recht gehabt. Es dauert, wie gesagt, immer ein bisschen länger, bis ich auf eure Tipps reagieren kann. Aus dem einfachen Grund, weil ich immer so 4, 5 Folgen an einem Stück aufnehme. Und ja, das dauert dann natürlich eine Woche, bis die neuen Folgen dann wieder kommen, entsprechend. So, hier haben wir nochmal Stein. Hier haben wir Edelsteine. Was ist das denn? Höhlenkriegstrompetensporen. Irk. Ja, ich glaube, wir brauchen irgendwann auch mehr Kisten. Aber die wollte ich halt gerne erst in dem neuen Haus machen, tatsächlich. So, das ist alles hier blümerig. Hier haben wir Herzen. Das hier sind Samen, ne? Pflanzen, Samen und die Herzen. Dann haben wir ganz viel Blut. Das hatte ich, glaube ich, hier. Nö. Burgherz wird betrieben. Haben wir hier irgendwas Neues bei? Nö, nicht wirklich. Oh, ich habe so viel Blut. So, hier ist alles voll. Wie lange hält das jetzt? 16 Tage. Puh. Ja, theoretisch brauchen wir da auch nichts mehr reinmachen, nur ich weiß nicht, wohin mit dem ganzen Kram. Pack das, wie gesagt, erstmal wieder hier rein. Das da rein. Ah, hier haben wir schon geschnitztes Holz. Das habe ich aber irgendwo gefunden, ne? Ich glaube, das kann ich noch nicht herstellen in dem Sinne.
So, hier haben wir wieder. Das rohe Kupfererz brauche ich sonst zu nichts, oder? Also kann ich das ruhig alles hier immer reingeben und verwursten. So, Leder. Ja. Hier haben wir auch wieder noch. Wir brauchen das halt alles später in rauen Massen. Habt ihr mir auch geschrieben? Ich weiß es zum Teil selbst. Hier können wir auch wieder noch was Neues lernen. Das Glas packe ich hier mal mit zu. Ich lasse das Holz mal hier. Ich weiß nicht, ich habe sonst, glaube ich, gar kein normales Holz mehr. Also normal im Sinne von. So. Haben wir jetzt alles weg? Ja, die Asche nicht. Oder war es Asche oder Steinstaub? I don't know. Was ist es? Steinstaub. Packen wir mal hier noch mit rein. Die Knochen. 1500 haben wir hier. Oh. Ah, hier 1500. Die gammeln hier auch schön vor sich her. So, dann können wir jetzt noch ein paar neue Sachen lernen am Forschungstisch. Was denn? Gnadenloser Kupferspeer. Oh, das ist so was für Mutti. Was haben wir hier noch? Gartendekor. Oh, schick. Also das finde ich nice gemacht. Vor allen Dingen finde ich es eigentlich auch ganz schön, dass man im Voraus nicht genau weiß, was man jetzt bekommt. Das finde ich tatsächlich ganz schlecht. So, ja, wie gesagt, Umzug bringt jetzt noch nicht viel. Ich würde gerne noch mal schauen wollen. Den Hammer Rufus. Das ist alles hier Chaos Bogenschützin. Die haben wir auch schon, aber die ist uns irgendwo auf dem Weg begegnet. Rufus, der Vorarbeiter, Errol, der Steinbrecher. Kräfte, wissen wir nicht. Holzbearbeitungsbank, das hört sich gut an. Jägerarmbrust, Angelrute, geschnitztes Holz, Bilderrahmen. Weil das Problem ist halt auch, diese ganzen Dinge braucht man halt eigentlich auch, wenn man bauen möchte, aus dem einfachen Grund. Man will ja dann direkt auch schön bauen. Also ich will ja nicht 20.000 Mal umbauen. Von daher würde ich sagen, bis wir zum Beispiel so weit sind, dass wir Dynamit erforschen können, ah, da könnten wir mal gucken, will ich die Sachen wirklich? Will ich die Sachen wirklich hergeben? Ja, das ist auch schön, jetzt wird es wieder Nacht. Das ist gut. Quatsch, was will ich denn bei der Werkbank? Wir wollen doch hier zu unserer... Nom, nom, nom. Genau. Gib mir das alles her. Wie sie kaut. Es ist so, es ist herrlich. Guck doch mal. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Vor allen Dingen auch hier, wie die Klappe immer zuschlägt, ey. Aber eigentlich dürfte die dann teilweise gar nicht aufgehen. Manchmal verhakt sich das dann so darunter, dass sie nicht mehr aufgeht. Oh, guck mal, was wir hier alles Schickes rauskriegen. Sogar Stoff. Nee, Tuch. Tuch, Stoff. Stoff, Tuch. Nice. Wir kriegen jetzt nur noch Leder raus. Sehr, sehr cool. Ja, ich würde sagen, wir bauen uns hier auf jeden Fall dann auch schon mal einen Boden hin. Dann gucken wir halt mal, dass wir hier uns halbwegs ein schönes Zuhause bauen. Bis wir denn dann umsiedeln können. Das packe ich hier nochmal rein. Leder kommt hinten rein. Stoff packe ich hier rein. Stein. Obwohl, wir haben ja hinten in der Mühle jetzt auch
Balkon. Boah, was ist denn jetzt da unten wieder am Kämpfen? Genau, hier in der Mühle haben wir Steinstaub und dann können wir den Steinstaub eigentlich auch hier hinten mit reinpacken. So sparen wir uns nämlich halt ein paar Kisten jetzt erstmal. So war mein Plan. Oh, wir haben hier so viel Leder drin, guck mal. Oh je, oh je, oh je. So, wir verfolgen jetzt erst nochmal das Blut. Ja, ihr habt schon richtig geschrieben. Ich hatte da einen Denkfehler. Ich rieche ja das Blut, also kommt das Blut oder diese Blutspur zu mir. Was ist, ich hätte den besseren Speer machen können, ne? Ah, naja, bei den Wie-Blutträgern haben wir ja bis jetzt eigentlich noch nie groß Probleme gehabt. Die zu killen. Also die finde ich jetzt auch leichter als zum Beispiel diesen Vampirjäger. Also, der hat mir ja richtig zugesetzt, ne? Da kommt ein Bärchen. Vier Prozent nur. Hanoi. So, jetzt ist die Frage, wo kommt das Blut her? Komm noch mal zu mir, Blut. Halt echt schwierig, ne? Aus welcher... Boah. Wieder so einer. Papier ist gut. Papier nehme ich gerne mit für weitere Forschung. Ja, ich glaube, es war richtig, dass wir jetzt hier lang laufen. Jetzt nur die Frage, wie lange müssen wir jetzt wieder latschen, ne? Weil die sind unter Umständen schon echt weit weg hier, die. Oh nein! Komm, ich habe jetzt keinen Bock auf dich, Baum. Bleib du mal schön da hinten hocken. Oh, hier ist wieder der Alpha-Wolf. Wollen wir den mitnehmen? Vielleicht gibt das ja irgendwie auch ein bisschen Erfahrung hier. Hoppala. Ein bisschen Erfahrung fürs Leveln oder so. Wir müssen weiter da hinten lang. Jetzt ist natürlich die Frage, ich glaube, wir müssen auf die andere Seite. Ja gut, wir können hier hinten rum. Hier geht's gleich hinten links rum. Ist halt echt schwierig, wenn man gar nicht genau weiß, wo man hin muss. Und solange wie wir keinem Vampirjäger begegnen, ist alles gut. Der war echt krass drauf, der Typ, ey. Alter Schwede. So, noch eine Blutrose. Es hakt immer mal. Ich glaube, wenn man irgendwie ein neues Gebiet kommt, wo neu geladen werden muss. Ich habe das Gefühl, wir sind hier. Völlig falsch. Ein Höhleneingang. Müssen wir vielleicht in die Höhle? Höhleneingang scheint oben zu sein.
Ah, hier ist die Wolfshöhle. Oh. Jetzt kann ich hier nicht über das Wasser, ne? Boah, das ist ein bisschen mühsam hier mit der Lauferei. Hier ist auf jeden Fall die Wolfshöhle ohne Wolf. Oh, da ist der Wolf. Was bekämpft er denn schon wieder alles? Oh, ich hab keine Waffe ausgewählt. So, jetzt reicht's aber hier. Das Problem ist, man kriegt ja irgendwie gar kein Blut davon, oder? Kriegt man irgendwas davon? Oh nein, sie schon wieder. Wo ist denn jetzt hin? Alter Schwede. Nehmen wir das erstmal alles mit. Wie gesagt, Holz und Co. können wir ja dann auch wieder rauswerfen, wenn wir es nicht mehr brauchen. Oh. Vor allen Dingen, nee, es wird noch nicht gleich wieder hell. Ich dachte schon so, jetzt wird es gleich wieder hell. Oh. Du warst aber eine Null. Gut. So, das Blut kommt von hier. Ist voll schön gemacht daneben mit dem. So, mal gucken, wo das Blut herkommt. Ha? Rufus, der Vorarbeiter. Okay. Das sieht aus wie Rufus. Ja! An Intruder, huh? Guess I have to handle this myself. Start running. Nein, hör doch auf! Hör doch jetzt auf, dich zu nähern! Ich sehe gar nicht mehr, welche Richtung ich schieße. So. Haben wir hier noch ein bisschen. Das sieht richtig schön aus hier mit der Säge, ne? Haben wir hier noch ein bisschen. Gram looten. Tuch. Tuch ist nice. Und, ja, die Folge ist damit schon wieder rum. Aber diesmal haben wir ihn eigentlich zielstrebig und gut gefunden. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns, habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.